Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei dem bei dem Let's Play von Star Stable im Halloween Special in der Geisterjagd und wir gehen dann jetzt auch mal los. Ich habe die Esmeralda Skybrook dabei, das ist ein Abonnent von uns und ich weiß es nicht so genau, es spielen ja auch viele Jungs das. Hat sich dazu bereit erklärt, mir beizustehen und mir zu helfen. Sie kann noch nicht überall hin, aber sie wird das schon schaffen. Wir werden das schon schaffen. Also, ich werde mit Esmeralda hauptsächlich nur über den Chat schreiben. Das heißt, es wird jetzt nicht hier so viel so kommentiert und wir gucken uns dann mal an, wo die Geister sind. Ich habe hier sogar neben mir noch ein zusätzliches Gerät liegen, wo ich dann halt die Standorte vom letzten Mal noch hatte. Und ja, wir fangen mit dem Quest an. Ach, verzeih mir, ich habe dich nicht gesehen. Ich hatte nach einem Geist Ausschau, den ich dort hinten sah. Es gibt keine Geister, aber doch. Viele glauben nicht an Geister, doch ich kann dir versprechen, hier in Jorvik gibt es sie. Vor allem zu dieser Jahreszeit. Da wimmelt es nur so vor Geistern. Ob ich Angst habe? Nein, nicht wirklich. Es gibt zwar auch gefährliche Geister, doch die meisten sind einfach nur verwirrt oder traurig und wollen zurück in ihre Welt. Zurzeit gibt es erschreckend viele Geister in unserer Welt. Ich versuche ihnen zu helfen, aber ich bin auch schon alt und kann nicht mehr so wie früher. Du willst mir helfen? Wie nett von dir. Die meisten Geister sind für Hilfe sehr dankbar und geben ihren Erlösern eine Belohnung. In ihrer Welt ist es unanständig, sich nicht für Hilfe zu bedanken. Du kannst doch den Geistern hier in der Nähe helfen, oder sie sind unsichtbar, bis du dich ihnen näherst. Man kann sie allerdings schon aus der Ferne hören. Beeil dich und hilf dem Geist dort hinten. Wenn du es aufgehalten hast, musst du nur die magische Formel sagen. Ich werde sie dir ins Ohr flüstern. Es ist starke Magie. Ich will nicht, dass es jeder mithören kann, okay? Murmel, murmel, murmel. Kannst du dir das merken? Noch einmal? Okay, aber merk es dir diesmal. Murmel, murmel, murmel. Hast du es dir gemerkt? Gut. Der Geist scheint sich zwischen meinem Haus und dem Championat aufzuhalten. Suche dort und hilf ihn, in seiner Welt zurückzufinden. Gut, dann machen wir das doch. Moment. Mal kurz Bescheid sagen. Da hat man ihn ja auch schon gehört. Da hinten müsste der eigentlich rumfliegen. Dies könnt ihr auch als Leitfaden für eure Geisterjagd benutzen. Also gerne. Esmeralda kommt nicht so schnell hinterher. Buh! Murmel, murmel, murmel. Du sagst die magische Formel auf, die du von Frau Hofsworth gelernt hast. Oh, was? Wo bin ich? Das ist nicht mein Zuhause. Oh, da ist der Weg heim. Ich muss sofort los. Warte, wer bist du? Habe ich mit dir gesprochen? Du hast mich gerettet. Danke. Ich muss nun los, aber nimm dieses Geschenk als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ciao. Alles klar. Also gehen wir nochmal eben schnell den Quest wieder abgeben. Sie muss ja auch auf dem Laufenden bleiben, die liebe Esmeralda. Sie ist mit dem schönen Big Brother. Den Namen finde ich schön. Und den Andalusi habe ich ja selber, da habt ihr das Let's Play, habt ihr ja auch auf dem Kanal. Wie ist es mit dem armen Gespenst gelaufen, Lucia? Es ist in seine Welt zurückkehrt, wie schön. Wenn du ihm nicht geholfen hättest, hätte er sicher noch Wochen hier bleiben müssen. Unglaublich, dass man es mit ein paar Worten freien kann, oder? Du hast eine Belohnung erhalten. Was ist denn, sieh mal an, so ein tolles Geschenk. Jetzt, wo du die Formel kennst, kannst du noch mehr kleinen Gespenstern helfen, Lucia. Es gibt einige von ihnen und sie sind nicht immer leicht zu finden. Bitte hilf ihnen, Lucia. Beeil dich, bevor es zu spät ist. Lass mich überlegen.
lass mich überlegen. So, der zweite Geist auf unserer Liste ist ich glaube, das ist der zweite, ist im Zirkus. Also hier bei uns in der Nähe zum Zirkus. Ich hoffe, der Schreibzirkus jetzt auch. Zum Zirkus. Kommst du mit? Der Zirkus ist eine Sache, wo die liebe Esmeralda nicht reinkommt. Aber sie bleibt kurz draußen stehen. Und auch die Geister in Golden Hills muss ich auch alleine machen. Da kommt die Esmeralda leider auch nicht rein. Und ja, wir trottern jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend und holen uns die Geister. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Ich habe bis etwas mehr als 3 Stunden haben wir Zeit. Aber bis 12 Uhr wollte ich dann schon mit der Sache fertig sein. Ja. Eigentlich hatte ich Preflower auch noch gefragt, ob sie Lust hat mitzukommen, aber sie hatte keine Lust. Außerdem ist Preflower kein Star Rider. Und die spielt SSO auch nicht so aktiv, dass sie auch schon überall hin kann. Ist, glaube ich, erst ziemlich weit am Anfang. Oh, ich finde das so knuffig, wie der Andalusier mit dem Shire nicht hinterherkommt. Das ist... Wow! Ja, ich muss noch daran denken, Silver Rain ein bisschen zu trainieren. Das wird jetzt lustig, wie wir hier durch ganz, ganz, ganz Jorvik trotteln, um die ganzen Geister zu fangen. Aber es macht ja auch Sinn. Was habe ich denn eigentlich jetzt bekommen? Fragte ich mich. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Ich bin so doof. Ach, hier. Ach, ein lila Halloween-Hut. Setzen wir den nochmal auf. Tun wir mal die Reitkappe weg. Dann wechsle ich auch nochmal kurz den Rest hier. Ja, das kann ich, Jetzt komm ich nicht hinterher. Ist auch nicht schlecht. Jetzt kommt Dark Angel nicht hinterher. Auch schön. Esmeralda hat schon seit gestern gefragt, kann ich mitkommen? Also auf YouTube. Und dann habe ich gesagt, klar, kannst du mitkommen. Ich habe ja extra gesagt, dass Leute mitkommen können. Und eigentlich haben auch noch 2 andere Leute angemeldet, aber die sind jetzt irgendwie nicht aufgetaucht. Finde ich schade ein bisschen. Dann wären wir zu ein paar Leuten mehr gewesen, aber so bin ich mit Esmeralda alleine. Auch schön. Frage sie mal kurz, ob sie mit dem Schritt mitkommt. Sie muss ein bisschen schneller reiten. Dark Angel ist ein bisschen... Wollen wir mal kurz warten. Zirkus zählt in Nilmas Hochland. Und schon haben wir gleich auch schon die ersten 10 Minuten voll. Das ist herzerweichend. Also sie versucht immer ein bisschen im Voraus zu bleiben. Damit sie nicht hinterher trotten muss. Ich versuche so alle 10 Minuten einen Geist zu fangen. Es wird aber etwas relativ schwierig, wenn wir weiter hier so... Naja, sie hat ja gefragt, ob wir es ein bisschen langsam angehen können. Und habe ich gesagt, ja. Und ja. Können wir machen.
gucken, dass ich überall alles anbehalten kann. Da habe ich was, da habe ich was, da habe ich was. Es ist. Mein Schreibtisch ist schon kein Schreibtisch mehr, sondern mehr ein Gamertisch. So. Wir sind endlich am Zirkus angekommen. Nach etlichen Jahren gehen. Ich mache das wirklich nach der Reihenfolge. Es sind 29 Geister. Laut den Leitfaden vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob die noch ein paar dazu gemacht haben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann gucken wir mal, ob wir die noch finden. So, du wartest kurz. Hier. Ja. Gut, sie wartet kurz draußen und wir gehen eben in das Zirkuszelt. Da habe ich ihn doch auch schon gehört, den Geist. Ja, das ist... Ja. So. Da hinten steht er rum. Du sagst die Formel von Frau Hauswald auf. Oh, was? Wo bin ich? Ist das nicht mein Zuhause? Oh, da ist der Weg heim. Ich muss sofort los. Warte, wer bist du? Habe ich mit dir gesprochen? Du hast mich gerettet? Danke, ich muss sofort los, aber bitte nimm dieses Geschenk als Dankeschön für deine Hilfe. Mach's gut, mach's gut. Wir haben... Was ist das? Weiß ich nicht. Dreht eine Runde ums Schloss. Alles klar. Das ist... Was ist das? Ein Vanilletraum. Ja, ich muss das mal hier so ein bisschen sortieren. Ich. Ach, ist egal. Einfach mal alles so ein bisschen rein. Bin eine Hexe. Cool. Oh, sie ist eine Hexe. Ist cool. So, jetzt zum Schloss. Ich habe mich gar nicht gemerkt. Ist sie jetzt wirklich Star Rider? Ja, das stimmt. So, jetzt zum Schloss. Im Zelt. Schloss. Ups. Achso, ja, das ist auch einer, den habe ich. Gucken wir mal, dass wir den am Schloss jetzt finden. Oh, natürlich. Am liebsten würde ich ja jetzt losbrechen, aber wenn ich ja, ich habe ja noch jemanden dabei, da kann ich das ja nicht einfach so machen. Ich versuche die Videos immer so kurz wie möglich zu halten, aber das ist jetzt hier so ein bisschen nicht möglich. So, mal gucken, ob ich den jetzt auf Anhieb finde. Das wäre nett, herzlich. Ja. Da ist er doch. Du sagst die Formel. Ja, das muss ich jetzt nicht immer wiederholen. Karotten. 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 Ist die jetzt vorgelaufen? Hab ihn. So, nächster Geist. Dreht eine Runde direkt um Silverglade.
Ach so, nein, warte, stopp, halt! Da war ein Geist. Habt ihr den Geist gesehen, wie er mir durch die Finger geflutscht ist? Den beim Schloss. Ist auch schon Geist Nummer 2, Nummer 4. Du sagst bla bla bla. Eine Maske, das ist doch herzlich. Ich habe eine Maske bekommen. Ich hätte vielleicht mal meinen Rucksack noch ausleeren sollen, bevor ich losgelaufen wäre, aber ich hoffe, das passt alles da rein. Das waren was? Ich habe Geist Nummer 4. Nummer 4. Ich habe jetzt 4 Geister. Was? Ich habe 4 Geister. Wo ist die hin? So. 5. Riesige Runde, siehe Karte. Okay. 5. Okay, also müsste der irgendwo hier rumrennen. Dem bei Steve auch? Wo ist denn da einer? Was haben wir denn da jetzt für eine Maske? Ah, oh, die wollte ich haben! Der am Transporter rumgelaufen. Ja, den habe ich. Den habe ich. Mal schauen, weil hier ist noch einer. Der macht eine Riesenrunde. Ja, was heißt, da muss man sich ja so ein bisschen in Englisch auch mit unterhalten, weil irgendwie haben die Zahlen irgendwie, ich weiß nicht. Also. Da müssen wir mal suchen. Da müssen wir suchen. Hier irgendwie bei den Feldern oder so irgendwie lang. Da kommt er wohl auch lang.